Napolitano ist in diesem Jahr wohl die stärkste Waffe des Stalls Nizza. Mit einem Trio gehen die Besitzer Ursula und Jürgen ihm ins Derby. Napolitano haben sie selbst gezogen. Seine Mutter ist Nightflower, die als einzige Stute bisher den Preis von Europa zweimal in Folge gewinnen konnte. Red Cardinal mit Nightflower, Nightflower, Red Cardinal, Nightflower, Nightflower! Napolitano stand bei seinem Trainer Peter Schirgen, der noch im vergangenen Jahr das Derby mit San Marco gewann, stets in hohem Ansehen. Napolitano ist immer meine stille Hoffnung zweijährig gewesen und ich habe immer geglaubt, dass er ein Derbypferd ist. Seinen Maidensieg gestaltete Napolitano überlegen. René Pikulek hat sich schon umgeschaut, das ist standesgemäß völlig souverän und der Traum vom Derby lebt weiter. Napolitano im gewöhnlichsten Handgalopp gewinnt er dieses Rennen, dahinter ist Karaman auf Platz 2. Im Unionrennen war Napolitano dann Vierter, doch musste er an der Spitze auch zu viel tun. Stehvermögen hat er ausreichend.